Hallo und herzlich willkommen zurück zum aktuellen SCB Verse Report bei Crash Academy. Wir legen direkt los, heute mal in einer anderen Besetzung, also eine kleine Premiere mal wieder hier. Weezen ist aus dem Pool wieder entstiegen oder ist aus dem Urlaub zurück, halt so, die direkt aus 4 zu brauen, deswegen fangen wir jetzt direkt an und kommentieren das nicht weiter. Das Hot Topic heute. Ja, da ist schon die erste Pause. Wir machen direkt weiter, kein Problem. Und zwar geht es natürlich um das Radar- und Scanning-System. Das wird eine sehr, sehr große Bedeutung bekommen und die ersten Anfänge sind gemacht. Und es wird bei vielen Karrieren, Polizeiüberwachung zum Beispiel, Bergbau, Erkundung oder Kopfgeld, wird diese Mechanik eine entscheidende Rolle spielen. Wir kennen natürlich jetzt schon im passiven Scanning, was wir ja alle schon haben, kennen wir Dinge wie Cross-Section, also Silhouettenaufschaltung, oder IR-Tracking, also Hitzesignaturen, oder natürlich die elektromagnetische Signatur, die im Spiel integriert sind. In dem neuen Modell wird es so sein, dass wir tatsächlich gezielt aktiv scannen können. Das heißt, einen Ping in alle Richtungen aussenden, der von uns bestimmt wird in der Stärke und der kann dann gezielt Daten liefern. Genau, also es ist dazu da, um halt Signaturen, die sehr schwach sind, zu verstärken oder halt eben zu schauen, ist da irgendwas in meiner Umgebung, was ich noch nicht sehe. Da wird es halt sowas wie eine Golfschuhmechanik geben, kennt man vielleicht halt so aus Mario Golf, du hältst den Button gedrückt, dann läuft halt so eine Leiste los, dann gibt es einen Sweet Spot, wo man treffen muss, treffe ich den halt so, ist genau richtig, bin ich drunter, sehe ich nichts, bin ich drüber, überlasse ich eventuell mein eigenes Radar, weil der Ping viel zu stark wird und dann gehen bei mir die Lampen aus und ich bin blind. So, das ist halt so der erste grobe Schattenriss, was wir uns halt eben so erzählt haben. Das soll dann halt eben mit 3.0 schon halt zu uns kommen. Und ganz wichtig, wenn ihr jetzt übertreibt mit dem Ping, werdet ihr auch zu einem Leuchtfeuer und alle anderen werden euch sehen. Das wäre halt eben die schlechte Variante davon, was man halt eben nicht unbedingt machen möchte. Sie schauen sich auf jeden Fall die Möglichkeiten an, die halt so diese neue Mechanik bietet, unter anderem, wie es sich dann halt eben mit dieser Mechanik gestaltet, mit einer Vorhut in ein System zu springen, um aufzuklären und zu schauen, halt so, okay, wie funktioniert das jetzt, ist das okay, kann man das so machen und wie schwierig ist das halt eben für die Ping-Operator oder halt eben die Scanning-Operator, mit dieser Mechanik halt sich halt so auszutoben, dass sie halt nicht entdeckt werden, aber möglichst viel Informationen sammeln können. Und dann ist es auch so, dass es tatsächlich für Kopfgeldjäger dann die Möglichkeit geben soll, nach Personen zu scannen an Bord von Schiffen. Oder aber auch für Schmuggler wird es die Möglichkeit geben, diese Person gezielt zu verbergen. Und für Spione soll es dann darüber hinaus noch die Möglichkeit geben, über die eigene Emission, die man abgibt, über die eigene Signatur, möglichst heimlich in ein System zu fliegen. Alles das spielt in diesem ganzen Komplex eine Rolle. Als Zusatzbemerkung vielleicht noch FPS. Auch da wird es ein Scanning-System geben oder ein Radarsystem geben, was dann auf Lautstärke, also auf Dezibel basiert. Wir kennen das vom Motion Tracker bei Alien. Also prinzipiell bekommst du eine Visualisierung der Dinge um dich herum, die halt Geräusche von sich geben, wie Schritte, gehende Türen, jemand fährt die Tasse aus der Hand, jemand schießt oder halt jemand fährt die Treppe runter. Das alles wirst du halt dann irgendwie räumlich vor auf einem Radar zu sehen bekommen. Es ist aber auch so, dass die ganze Scanning-Mechanik dann halt immer weiter mehr auf die verschiedenen Schiffssysteme angepasst wird, die halt diese Mechanik ausführen. Das bedeutet halt zum Beispiel, eine Constellation, wenn wir jetzt halt den Vergleich machen, wird halt ein Asteroiden-Scan und wird sagen so, oh ja, der ist aus Stein. So, dann gibt es natürlich halt die weitere Variante, halt eine Carrack wird sagen, ah ja, das ist ein Asteroid, der ist aus Stein, aber der enthält die Substanzen A, B und C und zwar in Menge X. Und dann kommt die Prospector und sagt, ja, ja, das ist ein Asteroid, der enthält A, B, C in Menge X, aber vor allen Dingen B ist besonders viel hier, C ist besonders viel dort. Da kann man halt die Örtlichkeiten noch genau bestimmen. Oh, das ist jetzt ja. Nur das Beispiel Bergbau. Sowas wird es dann halt eben auch für die anderen Mechaniken geben, die Weezen gerade meinte, halt, dass zum Beispiel halt Kopfgeldjäger nach bestimmten Personen auf Schiffen suchen können. Und das wird dann von den Komponenten und den Schiffstypen abhängen, was diese Scanner dann nachher präzise bestimmt können. Oder bestes Beispiel Terrapin, was verkauft wurde, da ist zum Beispiel auch vorstellbar, dass wir dann nochmal ganz andere Daten geliefert kriegen und die dann über große Reichweite verschicken können. Alles das wird sich dann schiffsabhängig und komponentenabhängig gestalten. Aber da sind wir jetzt tatsächlich noch in der ersten Stufe der Entwicklung. Genau, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall spannendes Thema. Wir kommen damit dann jetzt zu den Weekly Updates und zwar Around the World. Was 3.9 in UK, der Gastgeber waren Via Sandy Gardner und Chris Roberts und es geht halt diesmal um das Dropship für Squadron 42 und zwar Design von Paul DeLassie, das ist halt quasi der Vehicle Artist. Sehr gut, und da mache ich jetzt nahtlos weiter. Die Medima war mal geplant für Squadron 42, die passt aber nicht in eine Idris, deswegen ist es diese Vanguard Hoplite, die das jetzt machen wird. Dieses Schiff wird entkernt dafür, das heißt, das Dropship-Modul wird kein Escape-Pod-Modul mehr
beinhalten. Die Wände kommen raus, die Küche kommt wahrscheinlich auch raus. Es kommt alles raus, es gibt nur noch die eine Tür zum Cockpit und sonst ist das halt eben alles Laderaum, damit möglichst viele Marines da reinpassen. Und möglichst viele gleichzeitig aussteigen können. Deswegen wird nämlich die Laderampe auch verbreitert, damit 3 oder 4, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, SCW, da steht es genau, können dann nebeneinander die Rampe gleichzeitig runter, wenn halt gelandet wurde. Macht ja auch Sinn für einen Dropship. Sehr schön. Deutscher Versprecher, nein, Dropship. Hashtag Dropship. Hashtag Dropship, genau. Dropship hier. Bewaffnung des Schiffes werden sich an den normalen Vanguard orientieren. Das heißt, da wird es jetzt nicht nochmal ein Update geben. Das besondere Feature ist, wie gesagt, die Dropship-Möglichkeit. Genau. Die Waffen unterscheiden sich nicht. Es geht weiter mit dem Tech-Designer Andy Nicholson und John Cavicius. Ach du meine Güte, jetzt habe ich mir was angetan. Shape, ja, ist das Ship Thema. Shade ist das Thema. Da gibt es schon riesen Diskussionen. Für Patch 2.6 ist ein neues Flugmodell geplant, was, ich kenne das aus Insider-Kreisen, schon auf sehr, sehr viel Hassliebe stößt. Es sieht nämlich folgendermaßen aus. Dieses neue Flugmodell. Mein Gott, das Wort, das mir etwas angetan. Dieses neue Flugmodell wird die Spitzengeschwindigkeit der Maschinen drosseln. Zum Beispiel die Gladius wird nur noch mit 140 Meter die Sekunde im Space Combat Mode unterwegs sein. Genau, das hat aber auch einen Grund. Und zwar ist es ja so, dass das Newton'sche Physikmodell, was sie benutzen, um halt die Schiffe zu simulieren und die Flugmechaniken zu simulieren, ist natürlich sehr realitätsnah und auch sehr genau. Das Problem ist halt, dass bei den hohen Geschwindigkeiten, die sie bisher gefahren haben, ist für Anfänger oft sehr, sagen wir mal, einschüchternd wirkt oder halt, um nicht zu sagen, frustrierend, weil man halt eben erstmal überhaupt nicht darauf klarkommt. Die Schiffe sliden durch die Gegend, man fliegt halt irgendwo rein. Präzises Fliegen ist nur halt mit genügend Training möglich. Und da haben sie sich gesagt, okay, da müssen wir was dran machen. Und daher jetzt erstmal diese Reduktion der Höchstgeschwindigkeit. Aber viele sagen natürlich jetzt, oh Gott, jetzt sind wir alle so schnell wie eine Katniss oder wie eine Aurora. Es wird mehr Gewicht jetzt auf die tatsächliche Mechanik des Afterburners, des Nachbrenners gelegt. Das wird die Geschwindigkeitslücke schließen. Das heißt, Maschinen werden schneller beschleunigen, die werden schneller diese Geschwindigkeit im Afterburner erreichen, um diese Geschwindigkeitslücke auszufüllen, die man braucht im Dogfighting. Dafür wird in diesem Bereich die Trägheit der Masse an sich erstmal nicht so eine große Rolle spielen, aber die G-Belastung, die wird dementsprechend sozusagen das Skill-Level vorgeben. Genau, weil der Redout und der Whiteout setzen quasi an derselben Stelle ein oder beziehungsweise bei derselben G-Belastung wie vorher. Bei einer höheren Beschleunigung durch den Afterburner bin ich da sehr viel schneller halt genau an dem Punkt, wodurch halt es jetzt nicht weniger schwer wird zu fliegen oder weniger anspruchsvoll. Es wird nur ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen besser für Einsteiger direkt, also um es in die Hand zu nehmen und zu spielen. Ziel ist es nämlich, dass die Schiffsmasse sich besser anfühlt. Das heißt, wir werden dann die verschiedenen Schiffsmassen und die Triebwerke besser spüren können, mit denen arbeiten können, schneller beschleunigen, schneller abbremsen, aber wir müssen die Grenze kennen durch die G-Belastung, die uns vorgegeben wird. Genau, und das testen jetzt nämlich gerade die Evocatis nämlich schon und das ist ganz wichtig, das ist quasi ein Vorab-Patch, das ist noch nicht die 2.6, die sie jetzt gerade in der Mache haben, sondern da geht es nur um dieses Flugmodell, weil sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob es das jetzt wirklich werden wird, ob es das eine gute Sache ist. Die internen Tests mit den Designern waren durchweg positiv und deswegen haben sie jetzt mal die Community erstmal am Anfang draufgelassen und schauen mal, wie da das Feedback ist. Wenn das durchgeht, dann kommt das in 2.6 rein. Und wenn das jetzt auch so funktioniert, wie sie es geplant haben, werden natürlich dementsprechend Hülle, Schilde und Waffenstärke nochmal angepasst. Auch das muss dann natürlich nochmal neu gebalanced werden, damit diese neue Flugmechanik, die dann vielleicht schätzungsweise mehr im Kurvenkampf ausarten wird, dann immer noch funktioniert. Ja gut, aber ich meine, das Balancing ist sowieso quasi ein stetiger Prozess, der nebenher läuft. Ja, jedes neue Schiff, jede neue Mechanik, die reinkommt, bedingt, dass das Balancing nochmal angepasst wird, dass die Schiffe nochmal angepasst werden, Munitionsstand, Treibstoff und so weiter und so fort. Deswegen verlasst euch drauf, da ändert sich noch eine ganze Menge. Und seid nicht böse, deswegen ist ja alles nur für den Spielspaß. Und alles wird sich immer wieder ändern. Es gibt keine Garantie. Everything is subject to change. Count on it. Habe ich geklaut. Guckt mal wo. Es geht weiter mit dem zweiten Teil halt aus dem Interview von Chris Roberts im Gamers Nexus. Und zwar liegt heute der Fokus auf der Präsentation zur CitizenCon und die hat quasi die Planetentechnologie 2.0 in den Mittelpunkt stellt und Squadron 42. Und da wird es so sein, gerade was das Thema Planetentechnologie angeht, da ist es nämlich so, sie werden jetzt keine fertige Welt für 3.0, für die Alpha 3.0 präsentieren. Da würde sich jetzt ja hier Hursten als urbaner Planet oder aber Crusader als Gasriese oder Microtech als Eiswüstenplanet anbieten. Aber sie sagen, sie werden eine extra quasi eine Sandbox machen mit einem terrestrischen Planeten, wo sie alles simulieren können. Sprich Ozeane, Wälder, Berge, Wüsten, vielleicht auch Polarkappen. Ein
ein erdenähnlicher Planet, um mal zu zeigen, was die Engine wirklich kann, was sie halt mit dem Planetendesigner tut, die sie jetzt haben, so alles reißen können. Und das ist halt Sinn und Zweck der ganzen Demo. Deswegen haben sie quasi eine Demo-Welt zusammengeschraubt, die sie zeigen, dass das kein Planet nochmal, die halt in der 3.0 auftauchen wird, sondern die ist halt nur für die CitizenCon. So. Daneben wird es dann halt noch eine Mission aus Squadron 42 geben, also halt so von Anfang bis Ende, die komplett alles beinhaltet, was im Spiel drin sein soll, so von halt einloggen, halt so irgendwie halt so die Einstellungen machen, halt so Spiel starten, Schiff steigen, fliegen, kämpfen, landen, FPS, Buggy fahren, ich weiß es nicht. Missionsannahme, natürlich auch Interaktion, also die komplette Spielumgebung von Squadron 42 soll in einer Mission vorgeführt werden. Hervorragend, da freuen wir uns sehr drauf. Dann hat Chris Roberts halt noch eine ziemlich vollmundige Bemerkung fallen lassen, die aber vielleicht nicht ganz so unberechtigt ist. Und zwar geht es da um das Charaktersystem oder halt so die Charaktertechnologie, die sie jetzt halt für StarCitizen entwickelt haben. Die ist seiner Meinung nach in StarCitizen der Marktführer in der gesamten Spielindustrie. Er sagt, es gibt kein vergleichbares Produkt, wenn es dann fertig ist natürlich. Diese Charaktertechnologie ist jetzt noch, bis jetzt noch gar nicht gezeigt worden, weil selbst diese Rede, die wir von Bishop kennen, diese berühmte Squad 42-Rede, das war noch ein Mockup, da sind noch Fehler in der Beleuchtung, da sind noch Fehler in den Shaderings, der Haut, das wird alles überarbeitet und finalisiert, damit wir dann eine komplette Immersion erleben können, wo wir uns cinematisch fühlen als Charakter in den Kampagnen. Beziehungsweise halt so, wenn du nachher spielst, soll sich das anfühlen, als wärst du die ganze Zeit in so einer Cinematic-Sequenz Echtzeit gerendert, mit halt eben diesen ganzen krassen Features, da haben wir ja schon im letzten Report mal drüber gesprochen, dass es da verschiedene Charakterabstufungen gibt, in Detailtreue, aber so wird sich das halt eben nachher darstellen. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das dann jetzt halt zur CitizenCon halt eben dann darstellen wird, was sie uns jetzt wirklich zeigen, weil das wird dann halt so der aktuelle Stand sein, den jetzt die Charakterdarstellung tatsächlich schon hat, ist aber noch nicht das finale Ergebnis, was nachher mit Squadron 42 ausgeliefert werden soll. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Ben Stay with Batgirl. Die Dame heißt Nicole D'Angelo oder D'Angelo. Das kann man sich jetzt aussuchen. Ich glaube, für Seven Freak. Es hat jemand ein neues Core-Sign gerade erhalten. Batgirl. Batgirl. Ist ganz neckisch. So, und da geht es jetzt darum, dass halt zeitlich die fertigen Erkundungsmechaniken halt so eher mittelfristig als kurzfristig jetzt halt kommen werden. Das heißt, in der 3.0 werden wir halt schon die prozeduralen Planeten halt haben. Wir werden da landen können, ein bisschen rumlaufen. Die werden an sich halt schon eine ganze Menge Content liefern. Aber die vollständigen Erkundungsmechaniken, die kommen dann halt eben erst nach und nach dazu. Ist auch logisch, dafür werden wahrscheinlich auch die Scanner benötigt, dafür werden wahrscheinlich auch diese ganzen anderen Schritte benötigt. Macht Sinn. Lest es nochmal nach bei SCB, wenn ihr Interesse habt. Dann wurde nämlich auch noch gesagt, die Bano Merchantment kommt jetzt nicht mit 3.0, ist aber fest terminiert, kann bald kommen. Sie ist auf dem Weg, ja, also vielleicht 3.1 oder so. Also halt so, sie ist halt nicht mehr in unbestimmter Zukunft, sondern sie ist schon halt relativ real am Start. Wann es jetzt genau kommt, wir werden sehen. Und dann wurde über die Schiffsmasse von Capital Ships gesprochen, beziehungsweise die Beschleunigung, das Flugverhalten. Das konnte nämlich Ben Lesnik schon testen und er war sehr, sehr beeindruckt. Diese großen Schiffe wie die Idris werden sich wie ein Tanker fliegen. Das heißt, man beschleunigt die Kiste, das Ding braucht Minuten oder braucht eine längere Phase von Zeit, um die volle Beschleunigung zu erreichen und dementsprechend ist das Abbremsen auch wieder schwierig. Man soll halt diese Masse dieser Schiffe wirklich spüren können. Macht ja auch Sinn. Heißt aber auch, du fliegst mit so einem Ding halt natürlich dann nicht in ein Asteroidenfeld, wo man halt irgendwie schnell agieren muss. Ganz blöde Idee. Aber wird auf jeden Fall Spaß. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es wohl ganz schön laut werden wird, wenn man halt in der Idris halt so neben so einem Thruster-Modul steht, was gerade feuert, hört man gar nichts mehr. Also halt, da kommen noch sehr, sehr spaßige Sachen auf uns zu, liebe Freunde. Darüber hinaus haben wir jetzt halt noch die Details zur CitizenCon 2964. Ja, habe ich richtig, genau. War richtig. Genau, war richtig. Also ist ein Artikel auf der RSI-Seite, könnt ihr auch nochmal kurz reingucken. Es ist tatsächlich der 4. Jahrestag zur Star Citizen Crowdfunding-Kampagne. Und da wird es am 7. und 8. Oktober, quasi vor dem eigentlichen Stream, wird es nochmal Livestreaming geben zum Gameplay aus Los Angeles, aus den Studios. Und am 9. Oktober kommt zu deren Zeit natürlich dann die Präsentation. Das entspricht dann 10. Oktober 0 Uhr nachts bei uns. Wird eine lange Nacht auf Montag. Dementsprechend, die Amis fangen um 19 Uhr an, hence halt bei uns 0 Uhr bis 3 Uhr morgens vermutlich. Schätze ich auch mal, ja. Genau, so, also halt auf jeden Fall schön ausschlafen am Sonntag, damit er länger durchhaltet. Ganz wichtig, es ist auch schon geleakt oder es wurde auch schon offiziell gesagt, die Polaris Corvette wird ebenfalls verkauft auf der Präsentation. Ich schätze mal am Ende der Präsentation, wie das meistens der Fall ist. Die wird dann auch $750 kosten und wir haben noch keine Ahnung, was dieses Schiff eigentlich kann und was für einen Zweck das erfüllt. Nee, wir wissen, dass es $750 kostet und dass wir es nicht anschaffen.
Vielleicht. 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 Das wird man halt immer erst sehen können und er setzt sich am Ende sowieso immer durch. Trotz alledem haben wir jetzt ja halt immer noch die kurzen Hinweise darauf. Die Videos, die wir letzte Woche gemacht haben, das fing halt eben an mit einem Voice-Over für die Modulsysteme, Satelliten und Camps, das hat Sawyer gemacht. In dem Video wurde gezeigt, wie halt quasi in dem modularen Designsystem in Satelliten verschiedene Satellitentypen zusammengebaut werden, wie die Module sich gestalten und die komplette Mechanik dahinter. Ist sehr interessant geworden, schaut euch das gerne mal an. Und da wurde halt eben auch gezeigt, die kleinen Camps, die man dann halt später auf Planetoberflächen vorfinden wird. Also quasi halt so kleine Forschungsstationen, die halt nicht mehr aus als zwei Räumen und einem Korridor bestehen. Vielleicht eine kleine Garage für einen Rover. Aber da kam natürlich halt noch ein wichtiger Punkt auf, die werden eventuell ja für Player verfügbar sein. Und da ist es so geplant, dass dann wirklich NPC-Auftragsfirmen das Konstruieren oder das Platzieren dieser Camps übernehmen. Die kann man buchen und dann sagen die einen, da und da kann man es hinstellen und dann schrauben sie das zusammen. Das ist so geplant. Wann das kommt, ist natürlich noch weit, weit weg. Das wissen wir nicht, das steht in den Sternen. Was man schon sehen konnte, war ein paar Greybox-Animationen. Halt so irgendwie dieser Camps. So, dann ging es noch weiter. Wir hatten diese letzte Woche auch wieder halt so am Donnerstag Orbital Supermax Folge 2 gesprochen von Cecilia. Auch wieder super spannend, finde es super geil. Ich freue mich schon auf die nächste Folge diese Woche. Dementsprechend schaut ruhig mal rein, ist cool geworden. Und wir hatten dann noch einen Showcase am Sonntag und zwar halt über die, einen Showcase über die Karriereoptionen für Söldner und Kopfgeldjäger. Da wurden die, ja, haben Sawyer und ich gemacht halt so, Weasen war ja noch im Urlaub und behandelt wurden halt die zwei möglichen Tätigkeitsfelder halt von Söldner und Kopfgeldjägern, die Mechaniken, die dahinter stehen, welche Karriereoptionen man hat eben hat, was es zu beachten gibt und was man für Crew benötigt hat eben dafür. Das wäre dieses. Und da haben wir auch jetzt schon eine ziemlich große, breite Sammlung an Karrieremechaniken dargestellt in unseren Showcase-Formaten, schaut sie euch an. Und informiert euch vielleicht schon mal vorab, in welche Richtung ihr gehen wollt. Genau, und damit kommen wir zum allseits beliebten Punkt der Interaktion. Das ist heute nicht Kirschkernweit spucken, sondern die Frage ist natürlich, die wir euch auf Google Plus stellen. Google Plus, Google Plus, Google Plus. Wozu ist die Polaris denn eigentlich gut? Tja, Buddelschiff oder Agrarplattform, vielleicht auch Mining oder sehr teures Transportschiff für Luxusgäste. Hat sie einen Frachtraum? Hat sie einen Swimmingpool? Kann ich meine Hall damit abschleppen? Kann ich mein Schiff damit reparieren? Diplomatenschiff würde mir noch einfallen. Kann ich damit meinen? Oder vielleicht ganz ausgefallen nochmal ein Militärschiff, es gibt ja so wenige. Ja, nee, bitte, bitte ganz eng. Nee, ein Gewächshaus mit einer Railgun hatten wir noch nicht. Das wäre eine Sache halt so, ich glaube, das würde PG nicht so gefallen. Vielleicht hat sie auch keine Betten. Nee, das ist der Nachteil. Nee, genau, es war ein Kämpfelschiff, aber ohne Betten. Da muss man immer wach bleiben. Man kann sich nicht ausloggen. Das ist quasi halt so ein Gefängnisschiff für unartige Offiziere. Mal sehen, schreibt uns einfach halt so oder halt so, macht dann eine Interaction halt eben mit bei der Google-Umfrage und ja, da würde ich dann halt sagen, sehen wir mal, was dabei rauskommt. Und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende von diesem Verse Report. Weasen und Dozer waren das diesmal für euch. Hat ein bisschen geholpert, aber mein Gott. Ja, Entschuldigung, ich kann halt eben, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe, ja. Da kann man sich jetzt halt eben auch nicht weiter darüber beschweren, er ist ja auch gerade frisch zurück. Genau. Ja? Seid nicht so böse zu ihm. Und ja, liebe Freunde, liked und disliked diese Episode, wenn euch gefallen hat oder nicht, vor allen Dingen abonniert diesen Kanal. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder lasst uns einfach ein paar nette Kommentare über Sassissen da. Wir quatschen wirklich gerne mit euch. Wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann schaut mal auf unserem Patreon-Profil vorbei. Vielleicht ist ja da was für euch dabei. Das hilft uns wirklich persönlich sehr viel weiter, um diese ganze Chose hier noch weiter ausbauen zu können. Und in dem Sinne würden Weasen und Dozer jetzt einfach wie immer sagen, 3, 2, 1, See you on the flight deck!